Wann muss man die Zakat bezahlen? Die Zakat muss man bezahlen, wenn zwei Sachen gegeben sind. Zum einen gibt es eine bestimmte Summe, die sozusagen einen Startbeginn festlegt. Ja? Und dieser sogenannte Nisab ist eine bestimmte Goldmenge, die man dann umrechnet in den aktuellen Europreis. Das sind momentan um die 4.000 Euro. Also etwas über 4.000 Euro. Ich glaube 4.200, 4.300 war es auf jeden Fall vor ungefähr ein oder zwei Monaten. Und sobald du diese Grenze erreicht hast, also zum Beispiel, du hast heute 2.000 Euro auf deinem Konto. Ja? Und natürlich, wir zählen dir das, den gesamten Besitz zusammen. Was hast du auf dem Konto? Was hast du beispielsweise zu Hause an Geld in deinem Portemonnaie und so weiter? Wir reden aber nicht von Gegenständen, die du benutzt. Also zum Beispiel, wie viel ist dein Handy wert, dein Laptop? Darum geht es nicht. Ja, es geht hier um Geld und um Wertanlagen. Also zum Beispiel Gold, was du als Wertanlage zu Hause hast. Aber wenn beispielsweise die Frau einen Goldring hat oder eine Goldkette hat, dann zählt das nicht, wenn sie das trägt, ja, zu diesem Besitz hinsichtlich der Zakat hinzu. Das heißt, man schaut, was hat man auf dem Konto und was hat man sozusagen zu Hause an Geld. Nehmen wir mal an, alles zusammen sind 2.000 Euro. Und jetzt kommt heute dein Lohn und das sind 3.000. Also bist du bei 5.000 Euro. Dieser Nisab, diese Grenze ist wie gesagt 4.000, momentan 4.000 irgendetwas. Wie man sagt, 4.000 und ein paar zerquetschte. 4.000 und du bist jetzt über diesen Nisab gekommen. Genau heute. Das heißt, heute beginnt dann die Zählung von einem Jahr. Und nicht von 365 Tagen, sondern von einem Jahr im Mondkalender. Ja, das unterscheidet sich einige Tage. Und wenn du über dieses gesamte Jahr nicht unter diesen Nisab kommst, also nicht unter diese Grenze kommst, dann musst du am Ende des Jahres von dem gesamten Besitz, den du hast, 2,5% abgeben. Und das ist dieser Zakat. Wenn aber du innerhalb von diesem Jahr irgendwann unter diesen Nisab kommen solltest, also zum Beispiel, du hast jetzt diese 5.000 heute bekommen und heute beginnt das Jahr. Und drei Monate später kaufst du dir ein Auto für 3.000 Euro. Hast du wieder was? 2.000. Du hast wieder 2.000, also bist du unter diesen Nisab gekommen, unter diese Grenze gekommen. Das heißt, das Jahr ist jetzt vorbei und sozusagen, ja, die Sache hat sich erstmal erledigt. Wenn du jetzt irgendwann wieder über diesen Nisab kommen solltest, also über diese 4.200, 300 Euro, dann beginnt das Jahr wieder von vorne. Ja, dann beginnt das Jahr und dann schaut man wieder über ein Jahr, bist du durchlaufend über dieser Grenze, dann in diesem Fall musst du am Ende des Jahres im Mondkalender, ja, 2,5% von diesem Besitz abgeben und das ist die Zakat. Komm, Mutter, die Bani.